Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Morgen des Freitags, 15. Mai. Wir schreiben 10.50 Uhr und wollen uns auf den DAX fokussieren, der hier nach dem gestrigen starken Aufwärtsimpulsen hier tatsächlich jetzt diese große langfristige Abwärtstrendlinie touchiert. Grund genug, uns jetzt mal den DAX ein Stück weit genau im Stundenchart und auch Tageschart anzuschauen. Gegebenenfalls gibt es hier doch noch den Richtungswink. Wir haben gestern im S&P 500 ein neues Hoch gesehen und die Amerikaner ja ohnehin schon unterschwellig ein Stück weit stärker. Wir hatten auch gestern den Nasdaq 100 Index ja in der Beschau. Also da deutete sich eben hier schon relative Stärke an, auch die amerikanischen Technologiewerte ja ohnehin nicht ganz so im Zugzwang wie hier zum Beispiel der DAX. Aber was hat der DAX hier vollzogen oder vollzieht es gerade? Wir sehen hier diesen Ausbruch über diese Abwärtstrendlinie in der JFD 24-Stunden-Indikation und da stellt sich eben die Frage, wie geht es jetzt weiter? Tatsache ist, wir hatten auch hier zuletzt schon mal Ende April die Situation eines Ausbruchsversuchs, der sich jedoch letztlich erschöpfte. Heute sieht das ein Stück weit interessanter aus. Wir haben natürlich gestern einen sehr, sehr starken Impuls gesehen und jetzt ist natürlich die Sache der Fortsetzungstendenz eben hier die Gretchenfrage. Genügt es dem DAX hier, diesen Ausbruch jetzt auf Stundenbasis zu manifestieren? Dann sehe ich hier sehr schnell kurzfristiges Potenzial bis 11.700 Punkte. Etwa in diesem Bereich 11.700, 11.710 Punkte dürfte sich dann entscheiden. Hier ist die Unterkante, ob es für heute noch einen weiteren Tagesverlauf bzw. insbesondere in der kommenden Woche dann auch weiter nach oben geht. Also hier oben ist definitiv unter Widerstandspunkten der horizontalen Ebene das markante Level. 11.700, 11.710 Punkten. Ansonsten hier diese Abwärtstrendlinie sollte jetzt mit Blick auf die nächsten Stunden im Fokus gehalten werden. Hier die Tendenz von gestern, dass wir uns stabilisieren oder besser gesagt im Bereich 11.400 schon nach unten abkippen. Spätestens bei 11.500 erfüllte sich nicht mit diesem starken Impuls hier, mit dem starken Move der US-Amerikaner, hat sich der DAX hier dann tatsächlich eben nach oben gearbeitet. Für heute gilt, wir haben hier diese Asia-Range. Also seit den Hochpunkten geschah dann im Nachgang nicht mehr viel und insofern wäre es, wenn wir unter 11.550 Punkte zurückfallen, definitiv eine Ansage für die Bären an die Bären, dass der Markt hier zurückkippen sollte. Wir wären dann eben hier wieder unter diese Abwärtstrendlinie gekippt, hätten neues Tagestief und hätten dann hier das Risiko, dass der Markt eben dann hier zum Wochenende in seinem Abwärtstrend verbleibt und entsprechend mindestens bis 11.400 Punkte zurücksackt. Aber aufgrund der aktuellen Situation ist hier, beziehungsweise ich mache den Fall mal blau gestrichelt, das wäre immer noch so leicht mein präferiertes Szenario. Aufgrund der aktuellen Situation muss man jedoch auch unterstellen, dass der DAX hier, wenn wir uns oberhalb von 11.600 Punkten halten können, und das ist ja im Prinzip eine Spanne von 50 Punkten, die sich hier beim DAX jetzt als Entscheidungsmarke herausstellt, wenn wir uns hier über 11.600 Punkte halten können, dann, hoppala, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier am Nachmittag, gestützt durch widersteigende Amerikaner unter Umständen, Richtung 11.7 anziehen. Und hier, meine lieben Zuschauer, da kommt es dann drauf an, eben ob wir per Wochenschlusspreis über 11.700 rausgehen oder nicht. Wir haben von der Range technisch das Potenzial, dieses Niveau zu knacken, nicht nur zu erreichen, sondern auch zu knacken. Und wenn es hier drüber hinausgeht, dann sind die Bullen hier sicherlich schlagartig wieder am Zug. Aber noch ist es nicht so weit. Wir hatten heute Morgen schon im JFD-Stream auch die FTSE-Vektorlogik vom DAX gezeigt, die sehen Sie hier. Ja, relativ gut aktuell, also freundliche Eröffnung im Bereich 11.600, 11.650 und hier schreit die FTSE-Logik jetzt nach einer Korrekturwelle. Also statistisch saisonal betrachtet, der Freitag ja ohnehin für den DAX jetzt nicht der Tag, wo die Bullen dominieren. Das können wir uns auch direkt nochmal anschauen. Hier von der Wochenstarttagsstatistik der schwächste Handelstag der Woche. Also, muss nicht heißen, dass der DAX heute hier eine starke Korrektur vollzieht und hier alle Bären nach unten drückt. Aber letztlich haben wir hier zumal die Rahmenbedingungen, die hier ein Stück weit zeigen, aha, es kann doch noch was nach unten gehen. Also so ganz entschieden ist die Sache hier noch nicht. Und insofern vor dem Hintergrund des schwachen Wochentages wäre, und das ist natürlich eine Grundbedingung, unter 11.550 Punkten der Short ganz klar zu bevorzugen. Und das, mein lieben Zuschauer, dürfte dann auch relativ schnell nach unten weiter abbröseln. Bleiben wir über 11.550, speziell über 11.600 Punkte, also hier so in der Range zwischen 11.600, 11.580, so
in diesem Bereich, dass wir die Trendlinie eben nicht unterschreiten, dann muss man davon ausgehen, dass wenn wir da uns eben stabilisieren, der Markt hier nochmal Auftrieb Richtung 11.700 Punkte erhält. Ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig und hochinteressant, der DAX heute hier zum Wochenabschluss. Gut, ansonsten, jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier auf Tagesbasis an. Im Prinzip, das gestern neu gesehene Wochentief hat hier nicht genügt, eben, das ging ja direkt in der ersten Stunde steil gen Süden, dann hat der Markt hier stark Reversal nach oben. Letztlich erfüllte sich hier das Ganze nicht. Und wir sind jetzt hier in der Situation, dass der Markt sich jetzt finden muss. Also entweder sehen wir heute eine schwarze Kerze und wir haben dann definitiv die Bestätigung, dass die Bären weiter am Zug bleiben, oder der Markt zieht über 11.700 raus, 11.710, speziell hier dann über dem Hoch vom 11. wären hier Niveaus oberhalb von 11.719, Schrägstrich Tag der Vorkerze 11.733 rund. Wenn wir darüber gehen, liebe Zuschauer, dann sind die Bullen zurück und dann darf man auch keine Hoffnung darauf verschwenden, dass hier die Bären zurückkommen. Dann sieht das sehr, sehr bullisch aus, weil dann wahrscheinlich auch die Amerikaner hier den Markt nach oben ziehen. Aber noch ist das nicht entschieden. Zunächst würde ich hier weiter präferieren, dass der DAX zunächst in seiner Schwächephase bleibt. Ändert sich, wie gesagt, alles, wenn wir über 11.700 Punkte rausziehen. Das ist die Triggermarke, die müssen wir im Auge behalten, liebe Zuschauer. Und da entscheidet sich letztlich der Rest. Gut, wir hatten noch im Stream kurz gesehen einen Rainbow-Eintrag vom Sonnenschein. Wir schauen uns mal den DAX im Intraday-Bereich an, unter Rainbow-Gesichtspunkten. Sehen wir hier die höheren Zeitebenen, Stundenchart, Rainbow Spin, überhaupt nicht interessant. Im M15 haben wir hier schon positives Momentum und im M5, also im kurzfristigen Intraday-Chart, ist der DAX hier schon hochgradig bullisch unterwegs. Und kurzfristig, und das sind auch die Levels, die wir hier sehen, gestriges Hoch, 11.583. Hier ist die Zone, auch da ist der Rainbow noch völlig positiv aufstrukturiert. Wenn der DAX hier oberhalb dieses Niveaus bleibt, dann muss man davon ausgehen, dass hier die Rainbow-Tendenzen M5, M15 hier sich hier nach oben aufhalten und den DAX hier durchaus weitere Hochs bescheren könnten. Wir haben hier eine Range aktuell von 86 Punkten zurückgelegt. Das ist nicht viel, denn im Schnitt bewegen wir uns hier zwischen, ja, 240 und 280 Punkte, gestern allein schon 370. Also, das heißt, hier kommt sicherlich noch einiges an Volatilität. Die kleineren Zeitebenen drehen, wie gesagt, schon bullisch an. Die größeren sind hier noch ein Stück weit bärisch orientiert. Jetzt muss man sehen, ob die kleineren die größeren umstimmen können. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr spannend. Der heutige Tag dürfte da noch einiges an Überraschungen bereithalten. Gehen wir ganz kurz auf die News des heutigen Tages. Um das sozusagen noch abzurunden, das Bild. Da sehen wir, was wir heute Nachmittag zu erwarten haben. Einiges aus Kanada, das wird noch spannend, 14,30 für den kanadischen Dollar. Ansonsten hier 14,30 Empire State Manufacturing Index. Das sind hier Daten, die sind vorbörslich alle im Zug, im Loop. Und das dürfte hier den amerikanischen Indizes natürlich schon im Vorfeld ein Stück weit Impulse liefern. Wenn die Daten so ausfallen, dass die Marktteilnehmer das Ganze bejubeln, dann, liebe Zuschauer, müssen wir uns doch auf einen Freitagsabschlusssport Richtung Norden einstellen. Wenn das, wie gesagt, aber nicht passiert, dann sind hier nach wie vor die Bären im Zug. Also ich denke mal, das dürfte schon im Bereich 14:30, 15:30 in dieser Stunde eine Entscheidung über den Wochenausklang geben. Gut, warten wir ab, was passiert. Liebe Zuschauer, wir schalten uns nachher nochmal live dazu. Heute übrigens auch nochmal das Webinar, Live-Charting zum Wochenabschluss, also ab 14 bis 15 Uhr. Wenn Sie mögen, können Sie sich da kostenlos auf der JFD-Seite über Live-Events registrieren. Aber im Nachgang werden wir trotzdem auch nochmal eine Live-Sendung machen, um uns hier die Märkte dann nochmal genau zu begutachten, wohin denn dann hier die Wochenabschlussreise geht. Ich sage erstmal an dieser Stelle danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen restlichen Handelstag, der hoffentlich von Erfolg gekrönt ist. Ich sage bis später und ciao, Ihr Christian Kämmerer.